Netzrichterin? Und Break. Spiel vor. Ja, das war nicht so gut gespielt von John McEnroe. Das muss man sagen. Mal sehen, ob er dem Schiedsrichter noch ein paar freundliche Worte sagt. Gibt da nicht überhaupt keinen Grund dafür. Und da reklamiert Henri Leconte, glaube ich, einen Fotografen, der das Blitzlicht benutzt hat. Das irritiert natürlich, vor allen Dingen beim Flugball. Georgian Bogner, der Schiedsrichter, sollte einmal Zuschauer bitten, dass hier ohne Blitzlicht fotografiert wird. 0:15. Also hier passiert noch was. Da müssen wir mal genau aufpassen. Warum sich da John McEnroe aufgeregt hat, weiß nun wieder überhaupt keiner. So, das sollte die erste Verwarnung bedeuten. Erstaunlich, erstaunlich, sollte ein Bogner hält sich zurück. Erste Doppelfeder. Das ist der Schiedsrichter. Und dann nochmal ein netter Spruch zum Publikum. Jetzt überzieht das natürlich ein bisschen, der John McEnroe. So geht's nicht, liebe Zuschauer. Jetzt beschimpft er den Linienrichter, der da ausgerufen hat, völlig korrekt seine Pflicht getan hat. Und dann schimpft ihn John McEnroe an und sagt, warum wartest du nicht noch einige Sekunden, bis der Ball wirklich aus ist. Und das war ein Doppelfehler, meiner Meinung nach. Aber der Return von Leconte war gut. Leconte schmunzelt jetzt.
Da schmunzelt er. Schauen Sie sich ihn an. Wenn das jetzt McEnroe sehen würde. Der dreht sich bei jedem Home, der John McEnroe. Das muss jetzt in ihm kochen. Doppelfehler Nummer 2, 040. Hat er schon einmal ein Aufschlagspiel mit 040 verloren, John McEnroe? Oh, was für eine Entscheidung des Schiedsrichters. Da ist ja auch John McEnroe überrascht. Linienrichter hat nichts gesagt. Und McEnroe schüttelt dann nur den Kopf. Das sehen wir vielleicht noch einmal in der Wiederholung. Schauen wir mal genau dahin. Also ich glaube schon, dass der Ball noch gut war. Tja. Das war eine kritische Entscheidung gegen Henri Leconte. Einstand. Thank you.
Hampton Hughes. Hat noch nicht das optimale Gefühl für seinen Bewegungsablauf im Aufschlag, John McEnroe. Aufschlag Dekon. Ein herrlicher Ball von McEnroe. Ohne große Außenbewegung. Trifft er sehr schön vor dem Körper. Und schauen Sie mal, wie gut dieser Ball platziert war. Damit jetzt Chance für McEnroe zum Break. Und Spiel für McEnroe, aber LeCount ist nicht zufrieden mit der Entscheidung des Linienrichters und des Schiedsrichters. Er erwähnte den Return von LeCount, von John McEnroe im Aus. Hat er jetzt ein bisschen Pech, war von unserer Position aus schwer zu erkennen, was da passiert ist. Bleibt dabei. 4:2 für John McEnroe. Ball.
0:14, Love 15. Bisschen sehr lässig da gewesen, der John McEnroe bei diesem Stoppversuch. Hat er zwar nicht voll erwischt, diesen Schmetterball, aber genau in die richtige Ecke gespielt. Ja, ein herrlicher Ballwechsel von Henri Leconte, der sich heute sehr gut bewegt an der Grundlinie. Dieser erste Flugball von John McEnroe war nun wirklich nicht schlecht. Und weil dieser Ball so schön war, schauen wir uns noch einmal an. Schauen Sie mal, der Flugball. Flach gespielt, aber dann doch noch mit Spin an John McEnroe vorbei. Diese Vorhand von Henri Leconte, der sich hier im Laufe dieses Turniers wirklich gesteigert hat. Respekt. Sie alle wissen es, der hat 5,5 Monate kein Turnier bestreiten können. Hatte eine Rückenoperation, die zweite. Hat jetzt 2 Turniere gespielt. Aber hier zeigt eine sehr gute Leistung gegen einen John McEnroe, der sich jetzt ein bisschen zusammennehmen muss, denn irgendwann muss ihn ganz einfach Schiedsrichter Burgner verwarnen. 4-3 für den Amerikaner. Aufgepasst. McEnroe schimpft schon wieder den Schiedsrichter an. 15-0 für ihn. Er glaubte, dass der Schmetterball von Leconte im Aus war. Schwer zu erkennen sicherlich. Schauen wir mal hin. Ja, also ich würde fast sagen gut. Und nun hören Sie McEnroe. Good call. Das wollte ich gerade sagen. Das möchte ich gar nicht übersetzen. Diese Verwarnung ist absolut korrekt. Ich habe es vor wenigen Sekunden angesprochen, jetzt muss er sich wirklich zusammennehmen. Es gibt überhaupt keinen Grund. Unberechenbar, John McEnroe. Ja.
15, Private Enoch. Fourth.
viel davon. Good fight, fight against all. Schnörkellos da gespielt von Henri Leconte, sehr druckvoll dazu. Ist nicht zurückgegangen. Nach diesem guten Return von McEnroe, 5 Beil. McEnroe führt 6-5. McEnroe liegt 6-5. Das war doch sehr deutlich zu erkennen, sobald der Amerikaner ein wenig ruhiger ist. Hier im Übrigen war ihm eine Assistentin von uns zu sehen. Ja, das war deutlich zu erkennen, dem Moment, da John McEnroe ein bisschen ruhiger ist, nicht ganz so hektisch, dann produziert er natürlich auch gleich viel besseres Tennis. Sehr schön die Aktion vorne am Netz, diese Flugbälle weit vor dem Körper getroffen. Dann macht es gleich wieder Spaß, dem 30-jährigen Amerikaner zuzuschauen. John McEnroe, der ja dieses Spiel unbedingt gewinnen muss, will er noch Chancen haben, das Halbfinale bei diesen Stuttgart Classics zu erreichen. Kurze Stretchübung, das hat man früher bei dem Amerikaner nicht sehen können, aber nach seinen Rückenproblemen ist das nun viel häufiger zu erleben. 5-6 aus der Sicht von Leconte, der jetzt Aufschlag hat. Thank you.
Sigurdsson, 38-18. Das ist sehr gutes Tennis. Schauen Sie, der Angriffsball von McEnroe, relativ lang. LeCompte lässt sich nicht zurückfallen, lässt das Gewicht auf dem vorderen Bein, spielt einen riskanten Halbflugball mit etwas Spin. Sehr gut. Und zwei Spielbälle. Und wieder ist einmal eine Seite im Schläger von Henri Leconte gerissen. Das haben wir in den vergangenen zwei Tagen ebenfalls erleben können, aber dann immer beim Aufschlag. Traf diesen Schmetterball nicht richtig an der Seite des Schlägers. Aber immer noch Spielball für Leconte. Oh, fantastisch. Er ist dieser hochgespielte Lob mit ein ganz wenig Spin, lang und hoch und dann dieser herrliche Vorhandball, damit Satzball für John McEnroe. Knappe Maus, seitlich. McEnroe dachte, dass der Ball seitlich im Aus gewesen sei. Aber es gibt Wiederholung, erster Aufschlag.
Der erste Doppelfehler von Leconte zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Zweiter Satzball nun für diesen Mann. Wollte wieder ein wenig zu sehr forcieren. Henri Leconte zeigt es an, kam da nicht mehr über den Ball. Der dritte Satzball. Seitlich und von der Länge her, Maus. Doppelfehler, da war sehr riskant. Da wollte Leconte McEnroe auf der falschen Seite erwischen. Der Ball ging aber ins Aus, damit Satzgewinn für John McEnroe mit 7:5. Sie hören es vielleicht auch über unsere Außenmikrofone, da stellt ein Telefon. Und Doppelfehler prompt für John McEnroe. Und das könnte eine weitere Verwarnung geben. Haben Sie das gesehen, wie er den Schläger an die Bande gefeuert hat? Also es gibt da viele Beispiele für, dass Spieler für einen derartigen Schläger werfen, eine Verwarnung erhalten haben. Eine hatte er ja schon,
Die zweite würde gleichbedeutend mit einem Punktabzug sein. Wäre natürlich schade. Das kann auch gesagt sein, denn auf der anderen Seite erleben wir hier ein ganz abwechslungsreiches Spiel. Überhaupt John McEnroe. Es ist erstaunlich, dass er sich immer wieder so gehen lässt. Das hat er nun wirklich nicht nötig, wenn man die diesjährige Saison verfolgt, angefangen mit den Australian Open, wie er überall gefeiert wurde als der große Mann, als der große Tennisspieler. Man war zufrieden, dass er wieder dabei war, nachdem er ja jahrelang nur noch selten verletzungsbedingt natürlich auf den großen Turnieren startete. Sie hätten sehen sollen, wie er in Wimbledon empfangen wurde, in Paris. Das heißt, in Paris hat er gar nicht gespielt, wegen einer Verletzung. Aber gerade in Wimbledon, wie hat man ihn da gefeiert? Kein Blick auf die Doppelfehlerstatistik. 4:2 führt er John McEnroe. Ja, schade, dass sich John McEnroe hin und wieder so ein bisschen gehen lässt. Das ist sicherlich seinem Spiel nicht förderlich. 1:0 Führung im zweiten Satz für Henri Lecoq. 15:0 Finale. Ja, was nun? Der Ball war gut. Der Ball war gut. McEnroe dachte, dass dieser Aufschlag seitlich aus sei und von der Länge dazu. Und dann steht es 2:0. Das kann man natürlich nicht machen, den Ball einfach festhalten, bevor der Linienrichter oder der Schiedsrichter irgendwie eine Entscheidung bekannt gegeben hat. Tja, von dieser Perspektive aus möchte ich sagen, der Ball war wirklich gut. Damit 2:0 für Henri Lecoq. Der Ball wird gut gegeben und McEnroe reklamiert. Oh, der Ball war gut. Und müssen wir mal zuhören, was er sagt. Schiedsrichter Bogner sagt, er hat ihn nicht richtig gesehen. Er verlässt sich auf die Entscheidung der Linienrichterin. Au, 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 wir sind jetzt hier wirklich in der Fäkaliensprache drin.
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, liebe Zuschauer, irgendwann ist der Punkt gekommen. Da kann man auch an dieser Position hier oben nicht mehr ruhig sein. So darf sich auch ein Schiedsrichter nicht beleidigen lassen. Ich hoffe sehr, dass Sie die Ausdrücke von John McEnroe nicht hundertprozentig über unsere Außenmikrofone mitbekommen. Nicht druckvoll genug, dieser kurz rausgespielte Ball von John McEnroe. Damit 0:40. Action, Bruce. Herrlich gespielt von Lecomte, wie er lange abwartete, dann die Chance sah für einen Angriffsball. Vierter Breakball in diesem Spiel, nachdem Lecomte schon 40:0 führte. Das ist das zweite Break in diesem Satz. Good to see you.
Vice Admiral Tony Lark. The farm field is known. The farm is all up. Second stand, 4018. Zeit wieder mal ein konzentrierter John McEnroe, der sich wieder mal auf sein Spiel verlassen hat. Da kamen die ersten Aufschläge recht gut. Aber dennoch 4:1 Führung für Henri Lecomte, der hier zugegebenermaßen eine sehr gute Partie spielt. Wir haben ihn im Bild, der ist ja auf der Computerrangliste auf Rang 43 abgerutscht. Nachdem er monatelang keine Turniere mehr bestreiten konnte, wegen seiner zweiten Rückenoperation in diesem Jahr. Kurzer Blick auf die Statistik. Erster Aufschlag von McEnroe kommt überhaupt nicht. 37% finden lediglich ihr Ziel. Besser dagegen.
Henri Lecomte. Immerhin 64% der ersten Aufschläge sind gut. Sie sind selbst Asse und Doppelfehler gleichzeitig aufgeführt. 4:1 Führung im zweiten Satz für Henri Lecomte. Trotz dieses glatten Aufschlaggewinns hat man nicht den Eindruck im Moment bei John McEnroe, dass er über einen guten Spielaufbau verfügt. Das ist alles ein bisschen Stückwerk, hat keine Linie.
Gegensatz zu Henri Leconte, der das sehr geschickt macht von der Grundlinie aus, setzt hin und wieder seine Vorhand sehr offensiv ein, wartet natürlich auch auf die Fehler von John McEnroe. Hier sehen wir wieder die beiden Jungen, die genau das machen, was sie immer bei Ivan Lendl machen müssen. Da haben die Spieler Sägespäne in der Hosentasche, benutzen dies, damit das Gefühl in der Hand ist, damit die Schläger nicht so rutschig werden. John McEnroe benutzt ja zum Beispiel kein zweites Griffband, hat ein normales Lederband, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die immer ein zweites Kunststoffband über das Lederband wickeln. Ich sehe gerade Henri Leconte auch mit dem klassischen Lederband. Das sind die beiden einzigen hier bei diesem Turnier. 5:2 Führung also für Henri Leconte. Der hat jetzt die Möglichkeit, mit einem Aufschlag diesen Satz für sich zu entscheiden. Tja, John McEnroe spricht wieder mit Scholtern Bruckner. Meint, dass dieser Aufschlag aus war. Das nutzt nichts. Drei Satzbälle für Henri Leconte. Das war's dann. Also Satzgewinn für Henri Leconte mit 6:2, ein Satz beide. Und nun sollte es doch mal an der Zeit sein, dass sich John McEnroe wieder ein bisschen konzentriert, dass er sich ein bisschen hineinbeißt in diese Begegnung. Kann jetzt mit 9 Bällen beginnen. Auch in diesem dritten Satz, sollte es dazu kommen, wird im Übrigen der Tiebreak angewandt. 15:0. Ein guter Auftakt für John McEnroe in diesem entscheidenden dritten Satz. Zwei Ass hat er serviert.
Wollen wir mal abwarten, wie er jetzt retournieren wird gegen den guten ersten Auflauf von Henri Leconte, ob er wie zu seinen besten Zeiten noch mal mit dem zweiten Auflauf nach vorne kommt, ihn unter Druck setzen will, den Franzosen. Oder ob er überhaupt einmal erst versucht, den Ball überhaupt ins Spiel zu bringen. Denn je länger die Grundlinien-Dueller werden, desto größer sind die Chancen für John McEnroe. Die Frage wird auch sein, hat Henri Leconte ausreichend Kondition? Man muss das sagen, wir haben das neulich erlebt im Spiel gegen Carlo Bisteb. Da gewann der Franzose auch einen Satz, musste dann jedoch im dritten Satz Aufschlag bekommen. Ziemlich glatt abgeben. Hier ein Blick auf die Statistik der Asse. 7 insgesamt von John McEnroe, 3 von Henri Leconte. Bitte Ruhe. 1-0 also für diesen Mann. Guter Angriffsball. Sehr riskanter dieser Passierschlag von Henri Leconte, der aber genau passt. Besser kann man ihn nicht spielen. Thank you.
Ein Flüchtigkeitsfehler von McEnroe, dieser letzte Punkt. Eins beide. Ist erstaunlich passiv bislang. Der Weltrang ist im Viertel, John McEnroe. Das Signal, Vogel. Schwie in den Hof. Nachher für 2:20. Sobald der Beiwurf beim Aufschlag von McEnroe stimmt, funktioniert auch der gesamte Bewegungsablauf. Das haben wir jetzt hier schön gesehen. Dann kommt auch McEnroe mit dem ersten Aufschlag nach vorne. Das ist ja an sich ein Spiel auch auf einem derartig mittelschnellen Belag, so möchte ich es mal ausdrücken. Genau auf diesem Boden wird ja auch in Amerika häufig gespielt, zum Beispiel beim Masters im New Yorker Madison Square Garden. Hier drunter liegt ein Schwingboden, sodass der Ballaufsprung immer ein bisschen flacher ist. Und gerade John McEnroe kann ja mit seiner Rückhand so gute Angriffsbälle spielen. 2:1 Führung also für John McEnroe im dritten Satz. Für diejenigen Zuschauer, die sich etwas später eingeschaltet haben, darf ich vielleicht noch nachholen, dass in der ersten Begegnung des heutigen Tages Olympiasieger Miroslav Micić gegen Thomas Muster mit 6:2 und 6:1 gewann und sich damit für das Semifinale am Freitag qualifiziert hat. Linienrichter hat den Ball ausgegeben.
Da muss der Schiedsrichter sagen, zwei neue Bälle. Auf! 15 Ball, genau. Wunderbar gespielt hier von John McEnroe, der nutzt den Winkel voll aus. Lecong kommt ein wenig zu spät, damit nach langer Zeit wieder einmal Breakbälle bei Aufschlag von Henri Lecong. Das ist hervorragend gespielt. Dieser Lob war sehr schwierig, wieder sehr steil nach oben gespielt von John McEnroe. Und dann noch mutig dieser Ball, aber gar nicht so einfach. War so ein Zwischending zwischen hohem Volley und Schmetterball. Und das haben wir schon zwei, drei Mal gesehen heute, dass Lecong den vermeintlich leichten Vorhandangriffsball verschlägt. Kommt er ein bisschen zu spät nach vorne, trifft den Ball zu spät und schon ist der Ball im Aus. Nee, der war aus. Dabei hat John McEnroe frühzeitig erkannt, dass Lecong einen Stoppball spielen wird. Achten wir mal da drauf. Da kommt dieser Ball und McEnroe läuft schon los. Hat dann sich Zeit. Und knapp im Aus. Aus. Thank you.
Das Match wird immer besser. Drei Breakbälle hat hier LeCount abgewehrt in diesem Spiel. McEnroe hatte also seine Chancen. Jetzt also zwei Beide im dritten entscheidenden Satz. So, aufgepasst. Ja, kann leider keinen Abdruck sehen. Das ist schwierig in der Halle. Jetzt sagt John McEnroe, der Ball hat die Linie berührt. Wie er das nun beweisen will, ist wirklich ein Rätsel. Schiedsrichter Zoltan Bogner lässt sich nicht beeinflussen. Also, zweiter Aufschlag. Wieder ein gutes Aufschlagspiel von John McEnroe. Hat voll durchgezogen. Wenig Schnitt. Hat insgesamt jetzt schon 10 Asse serviert. Den Mann, den wir hier sehen, das ist der Masseur Rosario. Der ist extra eingeflogen worden aus Ischia. Behandelt alle Spieler hier. Unter anderem natürlich auch John McEnroe, der hier in Stuttgart mit Knieproblemen ankam. Aber davon ist hier in dieser Begegnung nicht allzu viel zu spüren. John McEnroe, den wir hier sehen, hat im Übrigen zwar einen Schlägervertrag, aber benutzt noch ein Modell einer Firma, mit der früher mal liiert war. Ganz interessant, das zu erkennen hier in Stuttgart. Das gab es ja früher auch schon häufiger. Jetzt also zurück zum Spiel. 3:2 Führung für McEnroe im dritten Satz. Oh!
15-0. Vielen Dank. So, da haben wir ihn wieder, John McEnroe. Denn er glaubt, dass die erste Vorhand von Leconte im Aus war. Dann nutzt er wieder Sägespäne. Mit seinem dritten Doppelfehler verliert Henri Leconte dieses Aufschlagspiel, damit 4-2 Führung für John McEnroe. Und den Herrn, den kennen Sie vielleicht noch nicht, das ist der neue Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart, José Horacio Basualdo, argentinischer Nationalspieler. Bisschen zu flach dieser Lob.
Viel Beifall hier der Fans für beide Akteure. Das ist ganz überraschend gespielt von Henri Lecomte. Das haben wir im Laufe dieses Matches sehr selten gesehen, dass er gleich mit seinem ersten Return nach vorne stürmt. Setzt damit natürlich John McEnroe unter Druck. Einstand. Sensationell gut. Und aufgepasst. Mit Spin hineingedreht. Also, jetzt Chance für Lecomte. Da fehlt ein Schritt von Henri Lecomte, um da richtig hinter dem Ball zu stehen. Damit 5:2 Führung für John McEnroe, der jetzt in diesem dritten Satz wirklich gut spielt. Nach wie vor bewundernswert, wie viel Ballgefühl dieser Mann besitzt. Der vierte der Weltrangliste, der an sich sein ganz großes Ziel in diesem Jahr verfehlte, nämlich bei den US Open vorne zu sein. Da verlor er doch überraschend gegen den niederländischen Qualifikanten Harshuis sehr frühzeitig. Und da hat er sogar schon überlegt, ob er überhaupt noch weiterspielen soll. Aber wenn man die diesjährige Saison verfolgt hat, dann muss man sagen, mit seinem Können gehört McEnroe ganz einfach noch zum Tennis-Circuit.
Number 13. Class 15. Good set by the 15 on. I'll see you next set. 13-15. Good set number 15 up. Was nun, John McEnroe? Was nun? Da lässt er den Ball wieder laufen. Und ich glaube schon, dass der Ball noch gut war.
Das haben wir vorhin schon mal gesehen, da hat er den Ball angehalten. Aufgepasst jetzt. Also, unter allem Vorbehalt aus dieser Perspektive würde ich sagen, der Ball war gut. Er weiß es auch. Sonst würde er viel stärker protestieren. Und aufgepasst, dabei wird ausgegeben. Vielleicht sehen wir das noch einmal. Achten Sie hier auf die vordere Grundlinie. Würde ich auch sagen, dass der Ball aus war. Und dieser Beifall geht nun Henri Lecomte. Zweigball. Mal eine Return-Variation von Lecomte. Kurz vor die Füße gespielt von McEnroe. Wieder viel Beifall für den Franzosen. Aber das ist klar, stört auch ein wenig in der Konzentration. Die Zeit kann er sich nehmen, der John McEnroe. Das ist absolut korrekt. Das ist die Chance. Aber da hat er keine sogenannten leichten Bälle verschlagen. Das waren alles herausgespielte Punkte des Franzosen, der sich hier fast seiner Bestform nähert. Ich darf das vielleicht nochmal für diejenigen Zuschauer sagen, die sich etwas später eingeschaltet haben. Lecomte konnte ja monatelang keine Turniere mehr bestreiten. Da dauert es natürlich immer eine ganze Weile, bis wieder das Selbstvertrauen da ist. Die gleiche Situation haben wir ja hier auch erleben können bei dem Österreicher Thomas Muster, der auch schon wieder erstaunlich gut nach seiner schwierigen Knieoperation spielt. Und das habe ich eben wieder gestockt, als John McEnroe da zu den jungen Linienrichtern sprach. Ich hoffe nur, dass Sie all das nicht über unsere Außenmikrofone verstehen. Das ist wirklich finsterste Fäkaliensprache.
15 beide Phenom. Achten Sie mal darauf, wie nah McEnroe jetzt am Netz ist. Und das erkennt natürlich auch LeCompte. Unknappe Maus. Das streichelt McEnroe den 56 Gramm schweren Ball. Fantastisch von beiden hier gespielt. Nicht energisch genug, dieser Rückhandwurfball. Und Matchball für John McEnroe. Der Applaus hier ist wieder beiden. Zu Recht sind die Fans hier begeistert. Damit siegt John McEnroe. Nach etwas über zwei Stunden.